Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, Leute, wir waren das letzte Mal hier in Dryfield zurückgekehrt. Und ja, wir haben Pierce beim letzten Mal gerettet, ne? Ihr seht, Pierce ist da, der Kollege aus unserem Büro. Ich ist es angenehm. Ich bleib noch ein bisschen. Genau, Leute, und wir haben ihn gerettet. Das ist eine... ein verdammt wichtiges Kriterium fürs gute Ende. Allerdings merke ich gerade, dass wir hier in unseren Attachments fast nichts mehr drin haben. Wir haben den Ufuda bekommen, Leute. Der Ufuda, das ist, glaube ich, dafür da, dass man weniger Schaden bekommt. Genau, das ist ein Glücksbringer. Das heißt, Glück heißt ja sowas wie, wir kriegen weniger Schaden. Gut, Leute, würde ich sagen, packen wir mal hier nochmal ein paar Items rein. Medizin und MP-Wasser am besten. Oder ne, wisst ihr was? Austausch gegen eine Cola. Komm, ich brauche eine Cola. Und ja. Genau, Leute. Wir sind zurück in Dryfield. Und ich würde sagen, wir wollen ja zum Douglas mal, ne? Aber bevor wir zum Douglas gehen, Leute. Ja. Machen wir erstmal hier die Gegner kaputt. Würde ich mal sagen, oh, wieder schön Wüstengegner killen. Ach, das wird wieder so geil, Leute. Da freue ich mich. Da freue ich mich. So, haben wir hier irgendwas in der Nähe? Nö. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch in unser altes Zimmer. Und ja, dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr mal wieder dabei seid hier. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Weil es ist doch ein sehr, sehr schönes Spiel hier. Gut, Leute, wir müssen ein Telefongespräch. Was ist? Irgendwas Neues? Nichts, Sir. Pierce? Er hat sich krank geschrieben. Wenn Sie Fragen haben, werde ich es weiterleiten. Oh, das wusste ich gar nicht. Über den Bunker. Ich habe darüber Infos. Dieser Bunker gehörte einer religiösen Sekte. Sie wollten einen riesigen Bunker bauen. Nach dem Kalten Krieg jedoch wurde der Plan aufgegeben. Und später hat er seinen Besitzer oft gewechselt. Näheres wissen wir nicht. Krass, dass man jetzt hier so fragen kann. Das wusste ich gar nicht mehr. Über Verstärkung. Verstärkung? Die Jungs sind noch in diesem Hotel. Die NMCs sollen sich als Hotelgäste getarnt haben. Leute, das ist doch... Egal. Sie wissen, dass die MIETF zu wenig Leute hat. Ich kann niemanden schicken. Der will uns ums Verrecken keine Verstärkung schicken, ne? Ja gut, nein, nichts. Verstanden. Machen Sie weiter. Der will uns ums Verrecken keine Verstärkung schicken, Leute. Das ist doch mal höchst seltsam, oder? Höchst ungewöhnlich. Ich bin nicht mehr müde. Na gut, naja, dann würde ich mal sagen, kommen hier draußen Gegner. Und so, aber sowas von kommen hier draußen Gegner, Leute. Gut. Würde ich mal sagen, drehen wir in dieser Folge mal eine Gegnerrunde und das sind Fliegeviecher da hinten. Na gut, okay. Schön mit der Shotgun wieder hier in der Wüste. Sehr schön. Na, dann nehmen wir den anderen da hinten. Oh, das sind sogar zwei. Oder einer ist runtergefallen. Der auch. Okay. Sind die tot? Die sind runtergefallen, ja. Sind die kaputt? Zählt das? Macht den noch kaputt. Das zählt, wie geil. Okay, Leute. Munition gespart ein bisschen. Perfekt. Wir sind wieder voll. Haben 150 HP, 50 MP. Und ja, dann würde ich sagen, drehen wir mal kurz unsere Gegnerrunde weiter. Hier im Loft sind noch welche. Ja, wir sind wieder zurück in Douglas, Leute. Nach dem heftigen Bunker hier. Ah, die Goblins. Nein, ich will die nicht. Die sind doch nervig, Leute. Ach, mein... Wisst ihr was? Hey! Wisst ihr was? Ich lock die mal irgendwo hin hier. Und mach mal hier Dings... Ah, mach hier... Combustion, schneller. Ah ja. Ah! Mensch. Oder weißt du was? Mach mal Plasma. Die sind gerade hier so schön um dich rum hier. Und hier einmal Combustion jetzt. Ich habe nämlich keinen Bock auf die Dinger. Wirklich. So, die sind nämlich mega nervig hier. So. Blöde Goblins. Aber die haben wir gekriegt, Leute. Ja. Würde ich sagen, heil dich mal mit der Turbo-Heilung hier.
Zack, sehr schön. Halt nämlich jetzt 50 HP. Und ja, hier haben wir ja das Weihwasser hergekriegt, ne? Wäschekorb, ja gut. Schön, dass dich das so interessiert. Hier hat jemand kommentiert. Ein neuer Zuschauer. Ah, cool. Gucke ich mir später an, welches Video das war. Das ist doch immer gut, wenn neue Zuschauer kommentieren, oder? Gut, Leute. Ja. Da würde ich sagen, müssen wir mal wieder hier runter, weil der da vorne, der Durchgang weg ist. Oh. Ah ja, nee. Können wir nicht hin. Okay. Gut. Gibt es hier in der Nähe noch was? Ja, eigentlich, ein Klo, dann Hochkurs, dann Raum 3, dann... Och, wir müssen ja überall hin, Leute. Wir müssen echt überall hin. Naja gut, dann machen wir das halt mal. Kann ich ja mal ein paar Kommentarschreiber grüßen, die hier fleißig dabei sind. Das ist zum einen der Mastermind. Freut mich sehr, dass du es schaust. Sei gegrüßt. Begeisterst dich auch für ältere Spiele. Finde ich super. Und ja. Gibt es zum anderen noch den Stopfer. Der will jetzt so nach und nach die Folgen schauen. Finde ich auch super, dass er dabei, dass er reinschaut. Und ach, nicht schon wieder die. Mensch, immer die. Wirklich. Die nerven doch, Leute. Oh, das sind ganz viele. Okay, mach mal hier Dings. Komm, waschen einmal. Schneller. Hat's direkt weg damit. Kurzen Prozess mit den Dingern, ey. Die sind so nervig. Aber das haben wir geschafft, Leute. Ja, und dann hat Dunkles Mysterium mal reingeschaut. Finde ich super. Vielen Dank, dass du mitguckst. Und ja, gehen wir nochmal kurz hier hoch. Dann schaue ich nochmal ganz kurz, wer hier noch kommentiert hat. So, dann laufe ich einfach mal schrittchenweise hier hin. So, wen haben wir denn hier noch? Wen haben wir denn hier noch? Gerste LP hat auch reingeschaut. Finde ich super. Vielen Dank. Macht doch Spaß, wenn man mit mehreren schaut, das Spiel. Oh! Zombies, wie geil! Die Zombies, Leute. Vom Anfang. Richtig nice. So. Weil man kann Gegner hier auch killen, wenn man blind ist. Das geht, Leute. Wenn man keinen Bock hat, sich den Status wegzumachen, kann man die Gegner einfach... Ah, man muss halt natürlich auch zielen können hier, ne? Kann man die Gegner kaputt machen, so. Genau. Mach die kaputt. Ah ja, los. Ich habe nämlich keine Lust, immer einen Zauber zu benutzen. Wirklich. So. MP9, HP9. Sehr gut. So. Unsere Gegnerrunde geht weiter. Genau, dann gibt es gleich noch ein interessantes Item, glaube ich, auf dem Parkplatz. Genau, da gehen wir aber gleich hin. Erstmal natürlich hier noch die Gegner platt machen, die hier auf dem Weg sind. Sind da draußen welche? Da sind keine, aber im Room 3 sind welche. Komisch, warum nur im Room 3? Naja. Gut. Ah, der Brain Cheese hat sogar Parasite Eve kommentiert. Finde ich super. Sei auch hier gegrüßt, Brain Cheese, neuer Zuschauer. Finde ich super. So, gut. Hier sind Babys drin. Ach du Kacke, Leute. Ah, wieder so Babys mit einem Zombie. Oh, den hast du zerfetzt, Leute. Was? Den hat's mal richtig zerfetzt, den Zombie. Richtig super. Cool. Ah ja, okay. 45 MP wieder. Zack. So, gut. Ja, wie gesagt, vielen Dank an alle Zuschauer hier. Finde ich super, dass ihr das Spiel schaut. Ich habe sehr viel Spaß an dem Ding. Schaut mal, da steht ein Auto. Da steht ein Auto, Leute. Das ist nämlich, kann ich ja sagen, der Wagen von Biers, Leute. Oh, aber da oben hängen irgendwelche Mücken. Gut, dann machen wir die mal kaputt erst. So, weg mit den Dingen. Okay, ist direkt kaputt gegangen, warum auch immer. Da sind noch mehr irgendwo. Zack. Oh, da ist noch so eine Spinne. Alles klar. Gut, dann mach hier Dings. Nekrosis. Mach den Debuff. So. Der ist jetzt nämlich vergiftet und wird dann wieder erscheinen. So. Zack. Sehr gut.
So muss das laufen, Leute. Den Gegner keine Chance lassen hier. Sehr gut. Dieser rote Wagen, Leute. Der muss Pierce gehören. RV-Schlüssel benutzt. Genau, wir haben ja seinen Autoschlüssel letztes Mal gekriegt. Taktische Weste, Leute. Inventar voll. Kapsel, ja gut, die brauche ich nicht. Ich will die Weste haben, Leute. Gut. Wir sind ja in der Nähe vom Auto. Genau, wir kriegen eine Weste, Leute. Das ist so gut. Wir sind ja in der Nähe vom Auto, ne? Moment. Moment, Moment, Moment. Da können wir doch was ablegen, bevor ich das jetzt hier... Da ist sowieso nichts Gutes drin. Bevor ich hier irgendwas wegschmeiße. Brauche ich die Rüngerlösung? Die Zusatztaschen? Moment. Leg erstmal die beiden Zusatztaschen ab. Ah ja, die werde ich nämlich benutzen. So, die Weste werde ich nämlich definitiv anziehen, die da drinnen liegt. Die ist richtig geil. Taktische Weste. Lippenstift, ja komm, nimm das mal mit. Sonst ist nichts mehr. Danke, Pierce. Ja, richtig gut. Der hat uns hier ein bisschen was mitgebracht. Genau, Pierce ist da, Leute. Richtig gut. So, dann schauen wir doch mal. Wir haben jetzt hier erstmal die Kapsel. Lippenstift. Ah, Jus. Wenn man es benutzt, hat man plus ein maximal MP und wenn man es ins Inventar packt, hat man Anti-Stummheit. Stummheit ist, glaube ich, das Zeug, was mir diese Schleimviecher da immer verteilen. Und gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns auch mal hier die Weste an, Leute. Taktische Weste, richtig geiles Ding. Schaut mal, add MP, add HP. 50 MP mehr, Leute. Das ist das Ding, was wir am Anfang gefunden haben, auf dem Akropolis Tower. Genau, Leute. Polymerweste der Polizei mit inkludiertem Medikit. Die kennen wir ja noch, ne? Die war richtig gut, die Weste. Aber hat halt auch keinen Schutz. Ne? Keinen Schutz vor Gift oder sowas. Aber, Leute, das ist mir... Oder? Moment, soll ich die wirklich benutzen? Schnellfeuer, was bringt denn das Schnellfeuer? Moment, da muss ich erstmal überlegen. Aber 50 HP ist schon geil. Moment, guck dir das mal an. Ah ja, bitte, zieh das Ding mal an. Ich will gucken, ob die wirklich besser ist. Wie viel HPs habe ich denn jetzt? Boah, 180. Definitiv, Leute. Definitiv nehme ich die. 180 MP ist schon, HP ist schon gut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, haben wir die mal ausgerüstet. Dann packe ich mal das Zeug erstmal wieder rein. Fuder, dann haben wir hier noch Medizinrad, genau. Diese ganzen Items, ne, wo man offiziell nichts weiß. So, den Lippenstift beugt Stummheit vor. Ich würde nämlich ganz gerne Zustände vermeiden. Hat die Weste ein GPS? Moment. Nee, hat sie leider nicht. Ja gut, da muss ich das GPS nochmal reinpacken. Wo ist die Zusatztasche? Die sind beide da drin, ne, in dem Auto. Bisschen Item-Management jetzt, Leute. Es tut mir leid, aber es muss sein. Gut, Leute. Zusatztasche, verschieb. Kein Platz, ja super. Gut, dann pack die Weste raus. Zusatztasche rein. Und ansonsten, Batsch. Genau. So, dann würde ich sagen, benutze ich jetzt erstmal die beiden Zusatztaschen. Gut, Zusatztasche benutzen. Taktische Weste. Ich glaube, ich werde diese Weste nehmen, Leute. Auch wenn ich jetzt meine ganzen... Ah, wobei, die ganzen Schutzzustände. Was hatte die andere Weste denn alles? Nee, das war die Sturm... Hier die. Eigentlich auch nicht viel, ne? Nur Anti-Gift. Nur Anti-Gift und halt eine HP-Regeneration, aber die... haben wir doch jetzt auch, oder? Ja, die haben wir jetzt auch. Also eigentlich ist das gar nicht so viel schlimmer. Ganz ehrlich, die ist doch ganz gut hier, die taktische Weste. Haben wir uns Geld gespart für eine neue. Okay, Leute, wir haben die drei Items drin. Lippenstift haben wir drin für Anti-Stummheit. Haben wir jetzt halt Anti-Stummheit statt Anti-Gift. Ist doch auch gut. So, Leute, dann würde ich sagen, packe ich mal wieder die Waffen hier rein.
Nachladen mit Hydra, bitte. Dann noch die Pumpgun. Wo ist die Pumpgun? Ah ja, wo ist die Pumpgun? Ach nee, die habe ich ja ausgerüstet. Ich Dummerle. So, dann die Granatenpistole, die bitte nachladen mit Granaten. Bisschen sortieren hier. Dann einmal Medizin 3 und einmal MP Wasser 2. So, wir haben 9 Attachments. Ich glaube, eine Sache kriegen wir noch. Also einen Slot. Also eine Zusatztasche quasi. Und genau, Leute, würde ich mal sagen, haben wir jetzt hier einen Platz. Aber das sollte passen soweit. Ne? Wir haben noch ein paar MP-Wasser, Cola, Ringerlösung, Medizin. Passt soweit. Genau, Leute, wir haben also eine neue Weste. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal unsere Gegnerrunde weiter hier. Ne? Das Telefon hier ist ja kaputt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Pierce. Du bist uns eine sehr, sehr große Hilfe hier. Wirklich. Echt super, dass du gekommen bist. Das ist auch gut, dass wir den gerettet haben jetzt. Cool, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen... Ah, hier sind direkt schon Gegner drin. Hier sind direkt Gegner drin. Okay, Leute. Oh, was ist das denn alles, ey? Wirklich. Da oben die Motten da. Ah, verdammt. Ach, wie blöd, wirklich. Naja, gut. So, egal. Alles noch? Oh man, das ist noch ein Skorpion. Die trifft sogar, geil. Okay, gut, Leute. Also, ihr seht, ist noch einer irgendwo da hinten in der Ecke. Also, ihr seht, man muss nicht unbedingt den Blindzauber wegmachen. Man kann auch manuell zielen, nur man trifft halt nicht immer. Man muss halt so gucken. Ah, jetzt ist es auch weg. Und lad schneller nach. Schneller, der will dich pieken. Ach. So, das war knapp. Ach, was habe ich da vermisst hier in der guten alten Wüste? Gegner klatschen. Ach, das ist doch cool. Wir haben es auch mehr MPs, ne, merke ich gerade. Wir haben 60 MPs, Leute. Also die Weste ist richtig mega. Wirklich, 180 HPs, 60 MPs. Richtig sauber, ey. Richtig gut, ey. Geile Weste. Oh nö. Wisst ihr was? Da mache ich jetzt einfach hier, Moment. Combustion direkt hier drauf. So. Auf die Viecher habe ich keinen Bock. So. Zum Glück sind die mit einem Mal kaputt. So, dann ist da noch ein Skorpion. Okay. Energiesparmodus. Oh, 9% auf dem Handy. Ja, das reicht aber noch für die Uhr. So. Jo. Das haben wir geklärt. Da kam ich jetzt eigentlich in den Keller. Oh, was ist denn jetzt los? Es ruckelt ein bisschen hier. Naja. Kann ich jetzt noch kurz in den Keller gehen, Leute? Und ich glaube, dann hat die auch was Neues da unten an dem Tisch zu sagen. Das wird interessant. Kann ich jetzt hier noch eine Cola nehmen? Eine Dose reicht. Schade. Gut, Leute. Gehen wir jetzt in den Keller. Dann in die Garage. Und da gehen wir mal zu Mr. Douglas. Genau, Leute, den müssen wir auch noch besuchen. Und dann endet leider auch schon unser kleiner Abstecher hier in Dryfield. Aber es ist doch mal mega cool, dass wir hier noch zurück können. Wirklich. So. Und mach die kaputt da. Einzeln. Alle nacheinander weg hier. Och, da sind noch 3 Stück. Okay. Und. Hat gereicht. Sehr geil, Leute. Sehr, sehr geil. Oh, cool. 14. Wir heilen uns wieder auf hier. Sehr schön. Gut, ich glaube... Genau, hier im Keller war noch was, ne? So. Dann würde ich sagen... Oh, nicht schon wieder. Die sind überall, wirklich. Och, du Heilige. Auch noch Fledermäuse. Ach, du Heilige Kacke. Hau ab. Die blöden Fledermäuse. Plasma. Oh, genau. Mach schnell den Goblin hier kaputt. Los. Gut. Der ist, glaube ich... Nee. Machen die wieder nix? Die machen wieder nix, ne? Naja, okay. Gut. Alles klar, Leute. Boah, wir haben schon 11:30. Das ist so krass. Hier, sagt's doch jetzt was, ne? Oder?
Schade, ich dachte, sie sagt was hierzu. Spieltisch. Okay, ja gut, nö, dann habe ich mich geirrt. Okay, Leute, egal. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehe ich nochmal kurz beim Piers vorbei. Gucken, ob es ihm gut geht. Und danach gehe ich dann zum Douglas, Leute. Um die Spannung ein bisschen aufrecht zu erhalten. Aber jetzt, wo man sich da... Moment, ist hier was drin? Nichts mehr da. Okay. Wenn man sich das mal so überlegt, denn man hätte die ganze Autofahrt hätte man einfach überbrücken können, indem man einfach hier rein hätte können. Aber das war ja zugesperrt, ne? Deshalb, ja. Gut, Leute. Aber ich glaube, ich habe ja eigentlich jetzt nichts gemacht, ne? Eigentlich ist der Pierce noch da. Ich gehe zuerst zum Douglas, Leute. So. Weil hier sind ja noch Gegner drin in der Garage, ne? Hier sind noch Gegner drin. Oh Gott. Nicht die, Leute. Nein, hör auf. Mach schnell hier Dings. Nein, nicht getroffen, verdammt. Egal. Dann... Egal. Mach ich die mit den Bugshots halt kaputt. So. Da ist noch einer. Okay. Noch zwei. Zwei Spinnenenten. Spinnen, die Entengeräusche machen, Leute. Dann mach hier Dings schnell. Nekrosis. Beide getroffen. Sehr schön. Gut. Macht euch sichtbar. Los. Zack. Sehr schön. Beide kaputt. Geil. Die geben gut XP, glaube ich, ne? Ja, 318, ey. Wir können bald schon wieder was auffüllen. Oh, schaut mal, seht ihr das? Der Truck ist weg. Weil wir damit zum Bunker gefahren sind. Ja, ist ja logisch eigentlich, ne? Gut, haben wir hier noch irgendwas? Nein, Leute, Dryfield ist sauber. Sehr schön, Leute. Cool. Dann können wir nochmal kurz zum Douglas gehen. Und ja, mal gucken, was er da so Neues hat, ne? Und wie es ihm geht. Der gute alte Douglas, Leute. Der sitzt da einfach rum. Hast du dir gar keine Sorgen gemacht? Hey, sie leben. Während sie wegfahren, habe ich neue Waffen aus dem Lager geholt. Die sind richtig gut. Ich glaube, Douglas, bei dir werde ich zuschlagen. Ich glaube, bei dir werde ich zuschlagen. Oh, der hat die MP5. Ja, aber ich habe ja die andere Waffe von ihm. Oh, schaut mal, das Ding ist gut. Das Ding ist richtig geil, Leute. AS-12. Ein 12G-Kampfgewehr mit Dauerfeuerfunktion. 20 Schuss, Leute. Und Dauerfeuer. Ey. Das Ding werde ich mir aber sowas von gönnen. Aber was hast du hier denn noch? So, Rifle, Magazin, Messer. Oh. Ein Granatenwerfer für die M4. Und der Flammenwerfer, Leute, vom Keil. Boah, der hat ja richtig gute Sachen hier. Aber nee, wisst ihr was? Die MP5 vom Anfang. Blitzlicht, ja. Nee, wisst ihr was, Leute? Ich werde mir die hier gönnen. Ich habe 16.000 BP. Ich werde mir die gönnen. Einfach mal so. Ich brauche unbedingt eine neue Shotgun. Seien Sie vorsichtig. Neue Shotgun, Leute. So gut. Ah, ich dachte, ich hätte die gleiche. Nee, nee. AS-12, Leute. So. 20 Schuss. Wie geil. Mit Dauerfeuer. Shotgun mit Dauerfeuer, Leute. Richtig gut. Was darf's denn sein? Bei dir kann man jetzt Hydras kaufen. Ich verstehe. Fireflies kann man kaufen. Ja, dann würde ich sagen, mach mal voll hier. Weil die Bugshots, die kriegen wir ja im Bunker umsonst, ne? Aber die Granaten kriegen wir dann nicht umsonst. Und die Hydras kriegen wir auch umsonst. Gut, Leute, ich werde alle meine Kohle jetzt verballern. Und mich mal hier schön aufrüsten. Wir haben 104 BPs, aber 59 Granaten. 200 Fireflies. Bugshots kriegen wir im Bunker. Hydra kriegen wir im Bunker. Haben wir aber auch noch 500. So, Schutzkleidung. PSGT-Weste haben wir. Was ist denn? EOD-Anzug, den kenne ich ja noch gar nicht.
Aha, zur Sprengstoffentschärfung. Wehrt Hitze- und Druckwellen ab. Anti-Schock und Anti-Starre. Boah, 100 HP, Leute. Das ist schon echt heftig. Aber unsere Rüstung ist trotzdem besser, weil mehr Attachments und hat auch einen Zustand. Hast du Flares? Nein, leider nicht. Du hast nur billige Sachen hier, ne? Aber die Waffe echt super hier. AS-12. Oh, da freue ich mich im Bunker. Seien Sie vorsichtig. Hast du sonst nichts zu sagen, Douglas? Was ist das denn? 104, was? Achso, BP, okay. Gut. Gut, Leute. Douglas, geil. Aber wir sagen schon wieder auf Wieder... Oh, schaut euch mal die Waffe an. Moment. Schaut euch mal die Waffe an. Richtig geiles Teil. Riesig geiles Ding, ey. Krass. Wir haben jetzt eine Dauerfeuer-Shotgun. Richtig gut, Leute. Richtig gut. So, oh, da können sich die Gegner im Bunker aber schon drauf freuen. Wir haben 200 Fireflies. Das wird lustig. So, Leute. Ich würde sagen, wir schauen noch einmal kurz beim Pierce vorbei. Gucken, ob der noch da ist. Und wenn nicht, dann gehen wir zurück in den Bunker, Leute. Boah, das hat sich ja mal echt mal gelohnt hier, der Abstecher, wirklich. Richtig gut, Leute. Und vor allem, wir können hier Gegner farmen. Wir können hier immer wieder zurückgehen und Gegner farmen. Bist du noch da? Du bist noch da, ne? Sehr gut. Geht's dir gut? Auf den müssen wir nämlich aufpassen. Die Rede ist angenehm, ich bleibe noch. Okay. Dir geht's gut, Pierce. Alles klar, würde ich sagen. Jo. Sagen wir vorerst mal Bye-bye. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in den Bunker, Leute. Zu Kyle zurück. Genau, wir müssen jetzt... Der Kyle, der ist ja im Bunker geblieben beim letzten Mal. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir da einfach mal zurück. Und direkt hier durch. Gut, Leute, dann würde ich sagen, haben wir Dryfield jetzt wieder zurück als Gebiet. Allerdings müssen wir jetzt erstmal wieder Bye-bye sagen. Weil wir müssen ja im Bunker weitermachen, in der Main Story. Würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier zurück. So. Sind jetzt hier neue Gegner eigentlich? Da sind neue Gegner. Da können wir doch direkt mal die neue Waffe ausprobieren. Direkt. Ich denke mal, das sind nämlich Wasserviecher. Und ich denke mal, die Waffe ist richtig geil. Leute, richtig nice ist die Waffe. Da bin ich echt froh, dass wir die haben. Eine Shotgun mit Dauerfeuerfunktion. Ey, richtig cool. Ist quasi wie ein MG, nur mit Schrotmuni. Jetzt wird's lustig. Moment. Moment. Shit, Mann. Moment, ich muss die Fireflies ausrüsten. Nimm die Medizin raus. Austauschen mit Firefly, bitte. Weil da ist nämlich auch ein Dicker, wie ihr gesehen habt. Na, schaut mal, da ist ein neuer Dicker. Oh. Zwei O-Gegner. So, der Dicke da, der geht zuerst drauf. So, soll ich die Waffe an? Bam! Bam! Richtig gut, Leute, die Waffe. Richtig gut, Leute, die Waffe. Bam! Dauerfeuer. Vor Shotgun mit Dauerfeuer, ey. Batz. Die haben keine Chance, die Gegner. Batz. Oh. Und da klingelt auch schon meine Uhr hier irgendwie. Moment. Ah, verdammt. Blöd, Mann. Geh's kaputt, los. Boah, geile Wumme, wirklich. Geile Waffe, Leute. Gut. Fireflies bekommen, ja. Richtig. Genau, Leute. Ja, wir sind wieder im Bunker. Und wie es beim nächsten Mal weitergeht mit der neuen Waffe und vor allem... Ob wir Kyle wieder treffen, Leute, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.